Wirecard, einer der größten Anlegerskandale in Deutschland. Was können Anleger tun? Haben die Aktionäre überhaupt eine Chance, ihr Geld wiederzubekommen? Wenn Sie eine realistische Einschätzung dazu sehen und hören möchten, schauen Sie sich diesen Film an und lesen Sie vor allen Dingen auch den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anlegeranwalt Joachim Resch aus Berlin zum Thema Wirecard. Welche Möglichkeiten haben die Aktionäre, ihr Geld wiederzubekommen? Da wird ja viel geredet davon, dass man Ansprüche Geld machen kann. Wie realistisch ist das? Also viele werden überlegen, nach der Insolvenz der Wirecard, kann man denn als Aktionär seine Ansprüche zur Insolvenztabelle anmelden? Nein, das geht nicht. Sie sind Aktionär, Gesellschafter und als solche haben Sie eben für die Schulden einzustehen. Ihre Aktien verlieren an Wert und das ist eben das Risiko des Gesellschafters, des Aktionärs, dass er diese Verluste tragen muss. Also Insolvenztabelle, Insolvenz bringt keine Ansprüche, dass Sie da irgendwas zur Insolvenztabelle anmelden könnten und dort Geld zurückbekommen. Haften denn die Vorstandsmitglieder, die Verantwortlichen dort? Ganz gewiss, wenn sich herausstellt, dass es sich um einen Betrug handelt oder ein Fehlverhalten, dann hätten wir eine persönliche Haftung auch der einzelnen Vorstandsmitglieder, vor allen Dingen auch des CEOs oder anderer Verantwortlicher. Aber jetzt mal ganz realistisch betrachtet. Ich denke, die meisten wollen Geld haben und nicht nur Recht haben. Das Recht haben ist wahrscheinlich ziemlich einfach, wenn es sich eben als Betrugsbestand darstellt. Aber das heißt noch nicht, dass man am Ende auch Geld bekommt. Denn die Summen sind so gigantisch, dass leider zu befürchten ist, dass die Verantwortlichen nicht die Mittel haben werden, um den Schaden, der bei 1,9 Milliarden liegen könnte oder wie auch immer, jeweils riesige Summen, dass dieses zurückgezahlt werden könnte als Schadensersatz. Wahrscheinlich nicht, ist eine Mutmaßung, aber ich glaube, das ist eine realistische Mutmaßung. Dann wird darüber geredet, dass die Wirtschaftsprüfer doch hätten merken müssen, dass das alles nicht stimmt. Kann man auch überlegen. Nach dem derzeitigen Stand bin ich aber skeptisch, dass solche Ansprüche durchgehen werden, denn ich habe Bilanzen gesehen, wo durchaus darauf hingewiesen wurde, dass manche Dinge nicht geklärt werden können und dass da das eine oder andere noch offen ist. Das ist vor allem auch die Frage, konnte denn überhaupt die Wirtschaftsprüfung erkennen, was da los war? Das ist schwierig und das ist der eine Punkt. Aber unterstellen wir mal, das würde gelingen, dass man der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstellen kann oder feststellen kann, dass sie schlampig gearbeitet hat, dass ihr das hätte aufhören müssen, ist dann immer noch die nächste Frage. Dieser Fehler der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft müsste ursächlich sein für die Entscheidung, dass man dort Aktien kauft. Also wenn eine Warnung rausgegeben würde, stimmt alles nicht, dann würde es eine Ad-Hoc-Meldung geben, die Aktie würde in den Keller gehen. Also das wäre nicht die Lösung. Also das heißt, ist jemand dadurch, dass er sich den Jahresabschluss angeschaut hat, darauf gesetzt hat, dass das richtig ist, zu dem Entschluss gekommen, Aktien der Wirecard zu kaufen. Diese Ursächlichkeit, Ursache-Wirkung muss geprüft werden. Also es ist nicht ganz einfach, auch in diesem Punkt weiterzugehen. Und dann natürlich wird davon geredet, dass eine Staatshaftung gegeben sein könnte. Halte ich für sehr mutig eine solche Aussage, denn es mag ja sein, dass die BaFin hätte mehr prüfen können und müssen, aber ich glaube, die BaFin hat nur einen bestimmten Kompetenzrahmen. Und da kann man natürlich dem Gesetzgeber vorwerfen, dass er den zu eng gesetzt hat, dass die BaFin viel mehr hätte prüfen müssen. Aber das ist eben der Gesetzgeber, der da gefordert ist. Und ob hier tatsächlich eine Haftung der BaFin oder des Staates gegeben sein könnte, eine sehr mutige Aussage, muss man alles prüfen. Ich sage nicht nein, alles viel zu früh. Aber ich bin da sehr skeptisch, dass hier ein solcher Staatshaftungsanspruch tatsächlich durchgehen könnte.
Das ist die Frage, die sich hier aus meiner Sicht sehr, sehr offen stellt. Ich glaube nicht daran. Aber ich bin lernfähig, wir werden das weiter beobachten. Und es gibt vor allen Dingen, und das ist der letzte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, keine Notwendigkeit, jetzt gleich tätig zu sein. Es gibt ja Verjährungsfristen, die noch längst, die gerade jetzt jetzt anfangen zu laufen. Sie haben Zeit. Sie müssen sich nicht entscheiden, Sie können abwarten, wenn Sie Anleger sind, wie sich die Dinge entwickeln. Bevor Sie da jetzt gleich auf den Zug aufspringen, haben Sie Zeit, sich das alles anzuschauen. Also keine Notwendigkeit für ein schnelles Handeln. Sie haben Zeit, sich das anzuschauen und zu sehen, wohin dieser Zug denn auch tatsächlich fahren kann. Bevor Sie nochmal Ihrem schlechten Geld noch Gutes hinterherwerfen. Das sind meine kurzen Ratschläge. Wir werden das beobachten. Ich will nur vor einem warnen, dass man zu schnell hier einfach einer Hoffnung nachgeht, die nicht wirklich realistisch zu sein scheint. Aber ich lasse mich gerne belehren. Ich wünsche allen Anlegern, allen Aktionären, aber auch allen Kollegen, die da sind, dass ich Unrecht habe. Ich gönne allen, dass sie Recht haben und dass es möglichst viel Geld gibt. Aber ich bin da skeptisch. Das war meine Einschätzung zur Wirecard und welche Möglichkeiten die Anleger dazu haben. Wenn Sie Fragen dazu haben, Sie können mich gerne anrufen in Berlin unter 030-885-9770 oder Sie füllen den Fragebogen aus, den Sie unten auf der Seite finden. Sie bekommen dann eine kostenlose Einschätzung. In diesem Sinne, bis demnächst.